Und ein herzliches Willkommen zurück, liebe Freunde, zurück zu Let's Play The Tales of Monkey Island, Launch of the Screaming Nerwhale. Und ich bin schon gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Beim letzten Mal haben wir ja das Intro gespielt im Endeffekt und Guybrush hat versucht, seine liebe Frau Elaine zu retten vor LeChuck, weil der wieder irgendwas Böses ausgeheckt hat und hat jetzt eine, ja, Voodoo-Hand, könnte man das nennen, eine Voodoo-Hand. Mit der wir jetzt irgendwie fertig werden müssen und wir müssen unsere Elaine wiederfinden. Deswegen sind wir jetzt hier leider gestrandet an diesem, auf dieser Insel, wo es kein Entkommen gibt, weil die Winde immer nach Landinnern ziehen, aber das werden wir noch weiter erfahren, denke ich mal. Wir schauen uns mal um. Wichtiger Hinweis. Der Club 41 Flotsam Islands angesehenste Piratenvereinigung nimmt ab sofort keine neuen Mitgliedsanträge entgegen. Wir danken für Ihr Interesse und sehen Sie zu, dass Sie verschwinden. Ja, das ist ja nett. Vielen Dank. Können wir da trotzdem mal anklopfen? Hallo? Ausweis? Ausweis? Was für ein Ausweis? Gut, das war eindeutig. Wir haben keinen Ausweis, kommen nicht rein. Wir werden höchstwahrscheinlich bestimmt irgendwann noch einen Ausweis bekommen. So, was ist das? Die Windgejammer immer noch groß. Kielhorler Gazette. Mhm. Schauen wir mal. Windjammer immer noch groß. Flotsam Island leidet seit 1138 Tagen unter unwillkommenen Winden. Natürlich ungünstig für die Insel. Das hat uns ja hier der Nipperkin schon erzählt, für den wir ja jetzt ein paar Aufträge. Nicht für den, sondern der hat uns ein paar Aufträge gegeben. Und ja, wir sprechen den einfach nochmal an. Ja, hallo Nipperkin, was los? Hey Davy. Nennen Sie mich Nipperkin, Junge. Das tun alle anderen auch. Ich mach das nur ungern. Das lassen wir mal. Tschüss. Auf gute Piraterie, Kleiner. Ich stehe in ihrer Fankurve. Ah, super. Finde ich gut. Wir wissen ja, dass wir mit Guybrush ein bisschen Unsinn machen müssen auf dieser Insel, damit er hier schöne Nachrichten schreiben kann über Piraten. Wir gucken mal, was. Hier dürfen nur Angestellte vom Kielhauler rein, Liebhund. Denken Sie darüber nach, ein Reporter zu werden? Oh, überhaupt nicht. Ja gut, dann geht's halt nicht rein. Aber fordern Mitgliedskarten. Nee, zu abgedroschen. Halt die Klappe, Junge. Ich spreche hier. Oh, was ist das denn hier? Gefängnisschnitzereien? Wer auch immer dieses Gefängnis gebaut hat, legte großen Wert auf Gänsehaut. Diese geschnitzten Augen sind ja gruselig. Ach, das sollen Augen sein? Ach du meine Güte. Prächtiges Gebäude. Oh, Gericht. Den Gitterstäben der Fahne und der typischen Atmosphäre verdrehter Gerechtigkeit nachzuurteilen, muss das Gerichtsgebäude von Flotsam Island sein. Scheint ganz so, nicht wahr, Guybrush? Scheint ganz so. Wo geht's hier noch weiter? Oh. Anscheinend schon in einen Ladebildschirm. Wunderschön. Da wollte ich jetzt noch gar nicht hin. Das Spiel wird gespeichert. Können wir wieder zurückgehen, bitte? Oh, danke. Das ging ja zurück schnell. Komisch. Können wir rein? Das Gericht scheint nicht zu tagen. Was wahrscheinlich praktisch ist, angesichts der zahlreichen Gesetze, die ich heute wieder brechen werde. Ja gut, das stimmt. Als Pirat in ein Gericht reinzugehen, ist nicht die klügste Sache, glaube ich. Hier wird das Spiel wieder gespeichert automatisch. Guck mal, Flugblatt. Piraten, die ihre Schätze plündern, Seeräuber, die ihnen die Reling einreißen, Schwertkämpfer, die ihnen den Bauch aufschlitzen, dann brauchen sie Morgan Le Fay, Piratenjäger par excellence. Na großartig, ein Piratenjäger. Den brauche ich so sehr wie einen vierten Nippel. Warum hast du denn deinen dritten Nippel, Guybrush? Wo ist der denn? So. Hier gab es nichts anzuschauen. Hier aber. Guck mal, das sieht ja auch nett aus. Das ist ein komisches Haus hier. Tür, Vogel. Können wir nicht. Nee, das da. Glas, klar. Glasmanufaktur. Ah, ein Glasmacher. Alphabetschlussverkauf. Kostenlose Vokale, solange der Vorrat reicht. Kostenlose Vokale. Können wir immer gebrauchen. Können wir da rein? Das ist abgeschlossen. Sag mal, das gibt's doch nicht. Überall ist hier abgeschlossen. Wir kommen nirgendwo rein. Das ist doch unfassbar hier. Und ich hänge hier irgendwie. Ja. Na, komm schon. Anscheinend dürfen wir hier nur auf festgeschriebenen Linien laufen. Oh, was ist das denn?
Das sieht ja interessant aus. Heiliger Seestern! Ich glaube, ich habe soeben die Fahrkarte weg von dieser stinkenden Insel gelöst. Nicht so schnell, mein gut frisierter Freund! Wer? Reginald Van Winslow, Kapitän der Screaming Narwhal. Und wer sind Sie? Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Ach, wirklich? Was kann ich für Sie tun, Mr. Mächtiger Pirat? Trademark. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, was ein... Er sagt hier Narwhal. Dabei ist es eigentlich Whale. Na gut, da müsste hinten ein E noch an. Aber es ist ein Narwhal. Also es ist ein Wal einfach. Eine spezielle Art. Frag mich nicht, warum sie hier ausgerechnet den Narwhal genommen haben. Schauen wir mal. Sieht seltsam aus. Hm? Hübsches Schiff. Waren Sie betrunken, als Sie das gebaut haben? Der ist gut, Junge. Aber ich habe die Screaming Narwhal nicht gebaut. Sie wurde von einem Komitee besorgter Bürger von Flotsam gebaut. Dann waren die betrunken? Nein, aber sie mussten nehmen, was ihnen das Meer anspülte. Das erklärt das gewisse erbaut von betrunkenen Erscheinungsbild. Zusammengeschustert aus allen möglichen Teilen, ist ja interessant. Wie bist du denn Kapitän geworden, du Nase? Wenn Sie die Narwhal nicht gebaut haben, warum sind Sie dann Ihr Kapitän? Traditionsgemäß gilt, wer den Kapitän der Screaming Narwhal vom Deck fegt, wird Ihr Kapitän, bis er selbst vom nächsten Kerl vom Deck gefegt wird. Ich muss ihn also nur runterstoßen, was? Na, das ist doch eine Leichtigkeit. Aber wir fragen ihn noch ein bisschen, bevor wir ihn hier übertölpeln. Wissen Sie etwas über den Club 41? Club 41? Ein wundervoller Ort. Ich war nicht mehr dort, seit ich meinen Mitgliedsausweis beim Kapern der Narwhal verlor. Interessant. Interessant. Achso, hier können wir noch nach unten. Nur bis später. Nee, wir wollen das hier. Wie sind Sie auf Flotsam Island gelandet? Das, was alle anderen hierher brachte, Junge. Die Winde. Ich jagte gerade einem Räuber hinterher, der sich meine hart verdiente Beute unter den Nagel gerissen hatte, als plötzlich Flotsams launische Winde mein Schiff erfassten, es zu Kleinholz machten und mich an einer der zahlreichen Küsten wieder ausspuckten. Ja, sehr interessante Geschichte. Ich finde die Hand hier sehr lustig immer noch. Na gut, dann wollen wir den mal entern oder ihm zumindest androhen, Drehen Sie bei und streichen Sie die Segel. Ich bin gekommen, um Ihr Schiff zu kapern. Ernsthaft? Welche Freude. Niemand war seit über 2 Jahren Manns genug, die Screaming Narwhal zu übernehmen. Er hat aber wirklich gute Laune für einen, der gleich sein Schiff verlieren wird. Tja, Guybrush, seid ihr da noch nicht so sicher? Oh, die Hand zittert. Warum freut sie das so sehr, dass ich gleich ihr Schiff kapere? Ja, das ist eine interessante Frage. Warum freut sie das so sehr, dass ich gleich ihr Schiff kapere? Ich liebe Herausforderungen. Gürtet den Verstand und schärft die Lenden. Wussten Sie das nicht? Hä? Schärft die Lenden? Warum können wir den nicht... Ich würde den jetzt gerne... Wir sehen uns. Ich freue mich drauf. Kann ich da rauf? Für das Wetter tue ich nie etwas, weil das Wetter auch nie... Bereiten Sie sich darauf vor, geentert zu werden, Van Winslow. Schmierfett aus Schinkenspeck. Junge, das glitschigste Zeug auf den 7 Meeren. Oh, so ein Mist. Diese Jacke war ein Geburtstagsgeschenk und jetzt ist sie voller Schmierfett. Mann, Elaine wird sicher stinksauer sein. Das ist blöd. Ja, Guybrush, Mann, du lässt dich von den... Fliegst du weg? Tatsache. Och, schön. Ich weiß, von wann ist das Spiel eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Von 2007, 8 oder so? Oder 9? Die Screaming Narwhal mag nicht besonders schön sein. Oder seetüchtig. Aber immerhin ist es ein Schiff. Aber es ist doch ganz nett. Planke angucken. Wagen wir einen neuen Versuch. Ja, immer noch zwecklos. Ja, du solltest ja auch nur angucken eigentlich, mein Freund. Dann kommen wir vielleicht hier rüber. Irgendwie ran, irgendwann mal. Guck mal, Kobel. Tatsache. Ja.
Oh, was ein Trottel, der Guybrush. Ey, das gibt's doch nicht. Und für das Wetter tue ich nie etwas, weil das Wetter auch nie was für mich tut. Ja, leider nicht. Leider nicht. So, jetzt laufen wir mal hier rüber. Sieht ja ganz nett aus. Was ist denn das hier? Zeig mal her. Das ist hier Blumentopf. Blumen. Was für eine schäbige Lampe. Ich hebe das lieber auf, bevor es jemand sieht. Darüber stolpert. Ja, gut. Eingesteckt oder was? Tatsache. Können wir uns das eigentlich... Oh, nein. Halt. Können wir uns das mal anschauen? Ich weiß, man soll ab und zu mal an den Blumen riechen, aber bei diesem Topf scheint das jemand ein bisschen zu wörtlich genommen zu haben. Ich verstehe. Guck mal, die Nase, der Blumentopf sieht aus wie eine Nase. Wenn dieser Morgan Le Fay Piratenjäger nur halb so widerwärtig wie seine Werbung ist, dann sollte ich wohl besser einen großen Bogen um ihn machen. Ah, ich glaube, das wird wohl nichts. Früher oder später werden wir den bestimmt begegnen, so das Schild sagt. Der Doktor ist beschäftigt. Da wohnt ein Doktor? Schwertfisch? Was ist das denn? Hallo? Bin mir nicht sicher, ob das Ende der Rokoko-Zeit oder eher frühgruselige Epoche war. Ach so, die habe ich gar nicht gesehen. Aha. Oh. Wissenschaftliches Dingsbums. Diese Vorrichtung riecht geradezu nach einem durchgeknallten Wissenschaftler. Oder zumindest nach einem äußerst angefressenen Wissenschaftler. Na gut, dann versuchen wir mal reinzugehen. Bei unserem Glück ist sie bestimmt wieder abgeschlossen. Bonjour! Meine Nase! Hört sich an, als wäre er beschäftigt. Oh. Ist das etwa ein Schönheitsdoktor? Der was für gegen Nasen macht? Gegen Nasen, naja, gut. Ja, schöne Ansicht hier übrigens. Finde ich nett. Danke. So, jetzt... Ist ja eine nette Idee mit den Kamerawechseln. Kann aber natürlich manchmal problematisch werden. Alphabet, Schlussverkauf! Du warst aber gerade noch nicht da, Junge. Einhörner. Wow. Hätte nie gedacht, mal einen Piraten zu sehen, der Einhörner aus Glas verkauft, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Hi! Ich hätte nie gedacht, jemals einen sprechenden Pavian zu sehen, also sind wir quitt. Noch Einhörner. Na, Grim Diggit? Grim Diggit, hallo. Ahoi, verwahrloster Handwerker. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Ahoi, ich bin Gaffer Grim Diggit, Glasbläser und Pirat. Ah, das ist der Glasbläser, dem der Laden hier gehört. Ich verstehe. Piratenglasbläser? Wie kommt ein bärbeißiger Pirat dazu, kleine Einhörner aus Glas zu machen? Hör mal, Kleiner. Das Glasblasen ist so gefährlich wie das Segeln vor den westindischen Inseln. Eine falsche Bewegung mit der Stange in der Nähe des glühenden Lochs und schon kannst du deine Augenbrauen einen Abschiedskuss geben. Kann ich das? Ich bin mir nicht sicher, ob das rein anatomisch betrachtet überhaupt geht. Ja, das geht nicht. Einhörner. Ja? Einhörner. So, Einhörner, ja? Ei, anmutige, zarte Wesen sind das. Aber um ehrlich zu sein, sind sie kein Verkaufsschlager unter den Piraten. Für mein nächstes Projekt nehme ich etwas, das sie wirklich anspricht. Wenn ich je diese verdammten gehörnten Saftsäcke verkaufen kann. Gehörnte Saftsäcke? Bist ja ein komischer Typ, also ganz ehrlich, was kann er mir denn wenigstens über... Hey, Alphabet, Schlussverkauf. Doch, lieber das. Ich lasse mich immer so leicht ablenken, ne? Was hat das mit diesem Alphabet-Schlussverkauf auf sich? Das ist der letzte Schrei. Ich fertige unzerbrechliche Röhren in Buchstabenform, aus denen festlich beleuchtete Werbeschilder, moderne Erinnerungsbilder oder einfach nur Lampen gemacht werden. Kitschig. Ei, ziemlich geschmacklos. Konsonanten kosten 48 Goldstücke. Aber heute erhält jeder Kunde einen Vokal gratis. Wie wär's mit einem Vokal? Der Vokal wäre toll. Also ich, da hätte ich gern einen. Ich denke, ich hätte gerne eine dieser kostenlosen Vokalröhren. Du möchtest einen Vokal kaufen, hä? Hier, bitteschön. Ein U? Und was ist mit A, E, I, O? Oder vielleicht Y? Alles ausverkauft. Wir haben nur noch YouTubes. YouTubes.
Tja, YouTubes, also das ist ja, also warum denn YouTubes? Ich verstehe das auch nicht. Was können Sie mir über Flotsam Island sagen? Naja, du hast sicher schon von Flotsam Islands höllischen Winden gehört. Aber hat man dir je etwas über die Riffe erzählt? Die Riffe? Ei, die Kristallriffe von Flotsam Island. Sie sind schärfer als Drachenzähne. Sie lauern rund um die Insel und zerfetzen jedes Schiff, dessen Kapitän dumm genug ist, Flotsam Islands Winde zu unterschätzen. Das ist natürlich blöd. Das könnte uns noch Probleme bereiten, glaube ich. War schön, mit Ihnen zu plaudern, aber ich muss zu meiner Frau und meinem Erzfeind zurückkehren. Ei, wem geht das nicht so? Ja, wenn die Frau der Erzfeind ist, dann ist natürlich... Oh, ey, halt, stopp, problematisch. Kostenlose Vokale. Hau ab, Möwe hier, whoop. Jawohl, Pfeiler? Wie bitte, ich konnte doch gerade irgendwas... Ich habe doch da gerade Pfeiler gelesen. Einhörner, handgeblasene Einhörner aus Glas. Da hinten, da ist ein Pfeiler. Achso, der Pfeiler hier. Ich verstehe. Schnitzereien von Meerjungfrauen. Oder sind das eher mehr Männer? Meerjungfrauen? Was siehst du denn da, Guybrush? Sag mal, also... Und hier? Ich habe nicht die richtige Ausbildung, Jacke oder den Filzhut, um zweideutige Schnitzarbeiten vergangener Tage beurteilen zu können. Verstehe ich nicht. Vielleicht versteht ihr den Witz ja. So, wo geht's denn da lang? In einen Ladebildschirm? Doch nicht. Oh, jetzt sind wir hier im Dschungel. Schauen wir uns mal hier... Oh. Affen. Monkeys. Zurück zum Dschungeleingang. Ist das ein Labyrinth hier? Was? Wie beleibter Pirat, der mit Puppenhaufen? Finger weg! Warum? Die gehören mir! Puppen. Der spielt mit Barbies. Was? Hi. Ah, wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Und wer bist du? Joaquin Jacinto de Meara Alfonso de Oro. Schatzsucher der Extraklasse. Schatzsucher, ja. Ist klar. Das ist gleich meine erste Frage. Was ist das für ein rosa Puppenhaufen? Actionfigurinen? Was soll dieser rosa Haufen mit Actionfigurinen überhaupt? Das sind meine zusätzlichen Pink Pyjama Pierres. Der langweiligste und am wenigsten gefragte der Porzellan-Power-Piraten. Ich verabscheue Pink Pyjama Pierre mit der Intensität von 1 Million explodierenden Kanonenkugeln. Actionfigurinen? Was hat der denn? Was ist denn mit dem los? Ey, der ist ja kaputt. Hinter dir! Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe! Ich habe schon eine Figur mit einem dreiköpfigen Affen. Schade, das hat im Monkey Island 1 so gut geklappt immer. Tja, du heißt Doro? Kann ich dich Doro der Forscher nennen? Nein. Warum hat er sich gerade wieder selber eine reingehauen mit seiner Hand? Ist ja komisch, was... Der denkt sich ja auch, was ist mit dem los? Ja, was machst du denn da unten eigentlich? Was hast du denn da unten gemacht? Nichts. Es sah so aus, als würdest du mit Puppen spielen. Das sind keine Puppen. Es sind polygelenkige Porzellan-Power-Piraten. Ja, du mit deinem Power-Piraten. Ja, was ist denn das? Was um alles im Davy Jones Platzsparwunder sind denn Porzellan-Power-Piraten? Sie sind die seltensten und coolsten Actionfiguren aller Zeiten. Ich verfolge ihre Wege dank der Porzellan-Power-Piraten-Schatzkarte nach, die in ausgesuchten Packungen der Porzellan-Power-Piraten-Passionsfrucht-Frühstücksflocken enthalten sind. Ich jage ihnen seit Jahren hinterher und ich habe fast schon die gesamte Kollektion zusammen. Du hast ein Rad ab. Wie viele PP-Piraten fehlen dir noch? Der einzige Power-Pirat, den ich noch nicht fand, ist der ultraseltene, nahezu unauffindbare Dark Ninja Dave mit Killer Karate Katana. Ich dachte, ich könnte ihn hier auf Flotsam Island finden, aber ich wurde reingelegt. Reingelegt? Ja.
So ein Kerl in einer karierten Jacke mit ständig winkenden Armen verkaufte mir eine Ninja-Dave-Karte. Aber wenn ich ihr folge, drehe ich mich ständig im Kreis. Ah. Ich glaube, ich weiß, wer das war mit diesen ständig drehenden Armen. Ja, warum ist er denn so selten? Warum ist Dark Ninja Dave so selten? Weil ein paar Pirateneltern ihn wegen des spitzen Zubehörs Killer Karate Katana verbieten ließen. Sie sagten, man könne daran ersticken. Weicheier. Aber echt, ey. Ja, was für Schätze suchst du? Ist eigentlich fast klar, wir fragen nochmal. Was für Schätze interessieren dich denn? Golddublonen? Silbertriplonen? Gold und Silber kann jeder finden. Ich suche nach dem seltensten aller Piratenschätze. Ich bin mir fast sicher, dass ich später bereuen werde, dich das gefragt zu haben, aber was ist denn der seltenste aller Piratenschätze? Porzellan-Power-Piraten. Ja, yeah, gut. Dürfen wir uns die mal ansehen, die kleinen Süßen? Darf ich sie mir mal ansehen? Nimm sie. Sie ist wertlos. Ich lasse es dich wissen, wenn ich was finde. Und du bist dir sicher, dass Dark Ninja Dave ein wertvoller Schatz ist, ja? Oh, das ist das Zeug, aus dem Träume sind. Porzellanträume. Ja. Schau, da. Sieh nur, da ist die Ninja Dave-Figur mit Wurfdarn-Action. Wo? Schnell! Schnimm! Okay, Gabrush. Ist doch nur eine kleine Porzellan. Mach einfach die Augen zu und denk an einen glücklichen Ort. Oh. Ich hab nichts gesehen. Tut mir leid, das muss an den Blättern liegen. Ja, so ein Mist. Ja, ich weiß ja noch, der Guybrush hatte eine Porzellanphobie, da war ja was. Und mit diesem lustigen Joaquin Douro, verrückter Vollidiot, verabschiede ich mich jetzt von euch für diese Folge. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mich zum Beispiel noch nicht abonniert habt oder sonstiges und ihr wollt keine Folge verpassen hier von diesem Let's Play, dann abonniert mich doch einfach. Dann könnt ihr immer über neueste Videos euch informieren lassen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und ciao, ciao vom Valerius.